So, vielen Dank für die Einleitung. Und ich habe mir mal überlegt, ich fange jetzt mal mit einem etwas traurigen Bild an. Hier auf dem Bild sieht man einen Raspberry Pi, der unbeachtet in einer Schublade liegt. Und so wie ihm geht es leider vielen von seinen Artgenossen. Sie wurden einmal gekauft, vielleicht ein, zwei Tage mal benutzt und danach ging es ab in die Schublade. Und da liegen sie dann, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Und es wäre doch schön, wenn wir wieder etwas Leben in diese Pis bekommen würden. Eine Möglichkeit, das zu tun, möchte ich euch heute vorstellen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man den Raspberry Pi für Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben verwenden kann und ihn so endlich aus der Schublade bekommt. Genau, also mein Name ist Johannes Reuth und in den nächsten 60 Minuten geht es um das Thema Sensoren und Aktoren am Raspberry Pi, die Stiftleiste für Steuerungsaufgaben nutzen. Aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich zuerst ein paar Worte über mich sagen. Genau, ich nutze GNU-Linux-Systeme jetzt eigentlich schon seit 9 Jahren fast ausschließlich im privaten Bereich und bin so auch durch ein Studium der Elektro- und Informationstechnik gekommen. Ich habe eigentlich nur in zwei Fächern einmal eine Windows-VM benötigt, ansonsten bin ich immer sehr gut mit Linux gefahren. Nach meinem Studium habe ich begonnen, als hardwarenaher Softwareentwickler zu arbeiten. Und ja, sowohl in meinem Beruf als auch im Studium, als auch bei ein paar Hobbyprojekten habe ich eben Erfahrungen über diese Embedded Interfaces, die ich euch dann im Folgenden etwas genauer vorstellen werde, bekommen und erhalten. In meiner Freizeit betreibe ich einen kleinen YouTube-Kanal. Ich habe euch hier mal meinen Kanal verlinkt. Der Name ist Johannes for GNU under Linux. Und hier mache ich auch vor allem ja, Programmiervideos, vor allem in C. Und der Schwerpunkt liegt hier jetzt auf industrielle Kommunikation, Linux-Kernel-Programmierung und auch eben die Embedded Interfaces. Und für den Fall, dass ihr ja, mich mal kontaktieren wollt, habe ich euch hier meine Webseite verlinkt, www.gnu-linux.rocks. Und dort findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Gut, so viel zu mir. Jetzt noch ein paar Worte über den Foliensatz. Wenn ich schon einen Foliensatz über ein Open-Source-Thema halte, habe ich mir gedacht, dann sollte ich die Folien auch mit einer Open-Source-Lizenz lizenzieren. Und deswegen habe ich mich für die Creative Commons by Name Share Alike entschieden. Diese Lizenz erlaubt es euch, diese Präsentation, dieses Dokument weiterzugeben. Die einzigen Sachen, die ihr beachten müsst, ist, ihr müsst meinen Namen nennen als initialen Autor. Und wenn ihr das Dokument remixt, das heißt, wenn ihr manche Folien rausnimmt und für eure eigenen Dokumente verwenden wollt oder das Ganze dann auch veröffentlicht, dann muss das Ganze wieder unter einer ähnlichen Lizenz, also wieder unter einer Copyleft-Lizenz, veröffentlicht werden. Das gewährleistet quasi, dass dieses Dokument Open Source bleibt. So, ihr seht, ich habe jetzt ungefähr 45 Folien, aber nur 60 Minuten Zeit. Das wäre etwas sehr sportlich. Darum habe ich mich entschieden, dass ich jetzt nicht alles, was ich hier in dieser Präsentation habe, auch ansprechen werde. Aber die Folien sind so aufbereitet, dass man die sich auch im Nachgang noch anschauen kann oder auch mal zum Nachschlagen benutzen kann. Dann habe ich mir überlegt, dass wir eben auch ein bisschen was Praktisches machen, dass ich euch auch ein bisschen zeige, wie man ein paar Sachen programmiert. Dafür möchte ich vor allem Python hernehmen. Der Grund, warum ich mich hier für Python entschieden habe, ist, bei Python gibt es unzählige fertige Module, um Bibliotheken für Sensoren und Aktoren einzubinden und das erleichtert die Programmierung natürlich stark. Und wenn ich nützliche Tools für die Bash, also für die Shell, die läuft, wenn man einen normalen Linux-Terminal startet, gefunden habe, habe ich es euch natürlich auch mit in diese Präsentation mit aufgenommen. Gut, da möchte ich auch noch erwähnen, die meisten Beispiele funktionieren auch bei anderen Einplatinencomputern. Es gibt ja nicht nur den Raspberry Pi, es gibt auch den Banana Pi oder den BeagleBone. Und die meisten Programmierbeispiele funktionieren mit kleinen Anpassungen. Meistens muss man nur die Nummern der Interfaces oder der Pins ändern und dann sollten die Beispiele eben auch auf anderen Plattformen laufen. Genau. Dann starten wir jetzt mit den Raspberry Pi. Ich glaube, zu viel muss ich darüber gar nicht sagen. Man kennt ihn eigentlich. Aber der Raspberry Pi ist eigentlich der bekannteste Einplatinencomputer und er wird von der Raspberry Pi Foundation herausgebracht. Die Idee hinter den Raspberry Pi ist, eine Plattform für Leute zu bieten, die gerne eben basteln oder gerne programmieren lernen würden. Und die Plattform soll auch möglichst billig sein für den Fall, dass mal was kaputt geht, dass man etwas zerstört.
nicht möglichst viel Geld hin ist. Genau, und wenn man das an seinen Hauptrechner macht und man würde den aufarbeiten, dann wären auch alle Daten weg. Und indem man eben einen Raspberry Pi verwendet, hat man eben eine gewisse Sicherheit. Gut, wenn wir uns den mal so anschauen, hier habe ich mal ein Raspberry Pi 2, ein Bild davon eingefügt. Mittlerweile sind wir schon beim Raspberry Pi 4. Die meisten Anschlüsse kennen wir eigentlich vom PC. Also hier oben haben wir jetzt vier USB-Slots, eine RJ45-Buchse, HDMI. Das ist eigentlich alles auch von einem PC bekannt. Das, was den Raspberry Pi meines Erachtens so ja, gut geeignet für Steuerungsautomatisierungsaufgaben macht, ist hier diese Stiftleiste. Denn über diese Stiftleiste können wir Sensoren und Aktoren anschließen und eben ihn auch für Automatisierungsaufgaben nutzen. Aber bevor wir mit dem Raspberry Pi irgendetwas machen können, müssen wir natürlich erstmal einrichten. Dazu gibt es massenhaft Seiten im Internet, aber die wichtigsten Informationen wollte ich jetzt trotzdem einmal kurz hier zusammentragen. Zuerst brauchen wir natürlich ein Betriebssystem. Der Raspberry Pi hat keinen Speicher integriert, deswegen muss das Betriebssystem auf eine SD-Karte installiert werden. Mittlerweile bietet eigentlich jede größere Linux-Distribution von Ubuntu, Fedora, Arch, Linux, die bieten eigentlich alle auch eine Version für die Raspberry Pis an, zumindest für die neueren. Und was dann eben zu tun ist, man kann eben die Images herunterladen. Hier habe ich euch mal das offizielle Raspberry Pi Betriebssystem, Raspberry Pi OS, früher Raspbian, von der Raspberry Pi Foundation verlinkt. Und wenn man auf diesen Link geht, findet man eben drei verschiedene Versionen des Betriebssystems. Einmal eine volle Version, wo eben ein Betriebssystem mit grafischer Benutzeroberfläche und sehr vielen mehr oder minder nützlichen Programmen schon vorinstalliert ist. Dann eine Version, die etwas abgespeckt ist, aber auch noch eine grafische Benutzeroberfläche besitzt. Und eine Lite-Version, in der es keine grafische Benutzeroberfläche, sondern nur einen Terminal gibt und in der halt nur die wichtigsten System, Programme und Terminal-Tools installiert sind. Ich persönlich, weil ich eigentlich auch so recht viel Terminal-basiert arbeite, benutze eigentlich relativ gerne dieses Raspberry Pi OS Lite, aber jeder kann das auswählen, das er gerne hätte. Wenn man das Image mal heruntergeladen hat, findet man eine Datei auf seinem PC, die es zunächst zu entpacken gibt. Anschließend kann das Image auf eine SD-Karte geflasht werden. Hier habe ich euch einmal den Befehl, wenn man das über die Kommandozeile machen möchte, angegeben. Allerdings gibt es natürlich auch grafische Tools wie Etcher, Fedora Media Writer oder den Raspberry Pi Imager, über den man die SD-Karte mit dem Betriebssystem beschreiben kann. Nun ist die Frage, ob man eine Maus, ein Bildschirm und eine Tastatur zur Verfügung hat. Falls ja, ist alles, was man tun muss, eben alles anschließen, dem Raspberry Pi über ein USB-Netzteil mit Spannung versorgen und dann kann man ihn eigentlich verwenden. Für den Fall, dass man mal keinen Bildschirm zum Beispiel zur Hand hat, kann man auch ein sogenanntes Headless-Setup verwenden. Bei einem Headless-Setup benötigt man eben keine Maus, Bildschirm und Tastatur. Für diejenigen unter euch, die das interessiert, habe ich es euch hier mal verlinkt, wie so ein Setup geht. Aber wenn man normal mit Maus, Bildschirm, Tastatur arbeitet, das Ganze bootet, kommt man auf diesen Screen zum Schluss raus. Das ist das sogenannte Raspberry Pi Desktop Environment, also quasi die ja, GUI-Umgebung, die bei Raspberry Pi OS mit dabei ist. Und sie ist eigentlich relativ einfach zu bedienen. Hier oben haben wir ein Startmenü mit einem in Kategorien unterordneten Menü. Hier oben haben wir ein bisschen so Systemsteuerung, also wir können unsere WLAN-Verbindung oder unsere Internetverbindung prüfen. Wir können hier auf Bluetooth zugreifen. Hier haben wir noch einen kleinen Kalender. Also hier sind eigentlich ja alles relativ schön und übersichtlich untergebracht. So, ich habe schon gesagt, dass ich relativ Terminal basiert arbeite und wenn ihr eben ein Terminal starten wollt, müsst ihr hier einfach bloß auf dieses Icon drücken und schon erscheint euch ein Terminal. Gerade beim Raspberry Pi müsst ihr echt keine Angst haben, mit einem Terminal zu arbeiten. Eigentlich im schlimmsten Fall zerschießt ihr die SD-Karte und dann könnt ihr das Betriebssystem einfach neu aufspielen. Normalerweise landen auf dem Raspberry Pi auch keine wichtigen Benutzerdaten. Und das möchte ich aber auch nochmal erwähnen, ihr müsst nicht den Terminal benutzen. Es gibt auch grafische Möglichkeiten, den Raspberry Pi und seine Interfaces anzusteuern. Zum Beispiel Scratch ist ein ziemlich bekanntes Beispiel, wie man grafisch auf dem Raspberry Pi programmiert. Und noch etwas, ab und zu werde ich auch einen Texteditor brauchen. Ich werde da einfach Vim nutzen.
Das ist ein Terminal-basierter Texteditor. Natürlich könnt ihr auch einen anderen nutzen, wenn ihr dann damit arbeitet. Ihr findet hier unter Accessoires eigentlich auch ich glaube, Genie ist der vorinstallierte Texteditor und den könnt ihr dann auch einfach nutzen für um dann mit einem grafischen Texteditor eure Programme zu schreiben. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem, was den Raspberry Pi meiner Meinung nach eigentlich so besonders macht. Das ist die Stiftleiste. Hier auf diesem Bild habe ich jetzt einfach einmal die Pin-Belegung dieser Stiftleiste gezeigt. Also wir sehen, relativ viele Pins sind für die Spannungsversorgung zuständig. Hier oben haben wir 2x 3,3 Volt, hier 2x 5 Volt und ganz viele Ground-Pins. Diese Pins benötigen wir, um die Schaltung mit Spannung und Strom zu versorgen. Die restlichen Pins können eigentlich alle als GPIOs, also General Purpose Input Outputs, benutzt werden. GPIOs sind eigentlich bloß ganz normale digitale Ein- und Ausgänge. Wie sie funktionieren und wie man sie verwendet, darauf werde ich dann gleich etwas genauer eingehen. Manche Pins haben aber auch noch ein paar besondere Funktionen, meistens irgendwelche seriellen Interfaces integriert. Hier oben sehen wir zum Beispiel den I²C-Bus, auf den wir später nochmal genauer eingehen werden. Hier unten sehen wir einmal den SPI-Bus, diese violett markierten Pins hier. Auf dieser Folie ist jetzt nicht eingetragen, dass der Raspberry Pi mittlerweile eigentlich zwei SPI-Interfaces besitzt. Also hier unten diese Pins wären eigentlich auch nochmal ein SPI-Interface. Und hier oben haben wir dann noch einen UART. Das ist eigentlich auch ein serielles Interface, aber die gehen wir jetzt alle im Folgenden mal genauer durch. Also was schauen wir uns heute alles an? Also in die Foliensätze habe ich jetzt einmal diese fünf Schnittstellen aufgenommen. Einmal die General Purpose Input Output Pins, den I²C-Bus, den SPI-Bus, die serielle Schnittstelle und die Pulsweitenmodulation. Allerdings werde ich wahrscheinlich eben nicht alles schaffen. Ich möchte auf jeden Fall die ersten beiden Punkte auf jeden Fall durchbekommen, auch relativ detailliert. Und über die anderen werde ich wahrscheinlich nur kurz ein bisschen drüber fliegen. Wenn es euch genauer interessiert, könnt ihr euch die Folien nochmal anschauen. Und ich habe auch eine relativ gute Quelle angegeben, auf der man auch sehr viele Informationen und auch sehr viele gute Informationen zu den Interfaces findet. Gut, bevor wir jetzt mit den General Purpose Input Output Pins anfangen, möchte ich erstmal kurz einen Schluck trinken, dann geht es gleich weiter. So, also General Purpose Input Output Pins sind eigentlich digitale Ein- und Ausgänge. Man kann zum Beispiel im einfachsten Fall einen digitalen Ausgang dazu nutzen, eine LED anzuschließen und wenn man dann eben den Pin auf einen High Level schreibt, dann wird an Ausgang eine Spannung von 3,3 Volt angegeben. Wenn man den Pin auf einen Low-Pegel schreibt, wie das geht, das werden wir uns gleich anschauen, dann liegen eben 0 Volt an. Und die digitalen Eingänge funktionieren eben so, dann kann man zum Beispiel einen Taster anschließen und wenn der Taster nicht gedrückt ist, liegt zum Beispiel 0 Volt am Eingang an und wenn der Taster gedrückt ist, liegen dann 3,3 Volt am Eingang an und man kann das dann in Software zurücklesen und sieht eben, ob der Taster aktuell gedrückt ist oder eben nicht. Ganz wichtig ist dabei, um sein Raspberry Pi nicht gleich zu schrotten, darf dieser maximale Spannungspegel bei einem Eingang die 3,3 Volt nicht überschreiten. Wenn man da höhere Spannungen anlegt, kann man unter Umständen wirklich sein Raspberry Pi zerstören. Darum bitte immer darauf achten, dass maximal 3,3 Volt zu den Eingängen geführt werden. Und noch etwas, auf das man achten muss, ist, dass der Strom, den diese Pinleiste liefern kann, diese Stiftleiste liefern kann, begrenzt ist. Also man kann jetzt nicht alles an diesen Pins anschließen, da der Strom begrenzt ist. So ein Wert, den man häufig im Internet findet, ist, dass alle Pins einen Maximalstrom von 50 Milliampere liefern. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Motor, einen kleinen Gleichstrommotor anschließen will, kann man das nicht direkt über die Pins machen. Da braucht man dann zum Beispiel ein Relais, einen Optokoppler oder einen Transistor, um das zu erreichen. Gut, dann habe ich hier euch mal eine kleine Schaltung mitgebracht, die zeigt, wie man eine LED und einen Taster an einen Raspberry Pi anschließt. Also dieser Pin hier, das müsste GPIO-Pin 20 sein, können wir dann nochmal nachschauen. Der wird hier quasi als Ausgang genutzt und der ist hier auf dieses weiße Breadboard geführt und hier kommt dann unsere LED. Bei der LED ist darauf zu achten, dass sie nur in eine Richtung den Strom leitet.
Eine LED hat meistens ein längeres und ein kürzeres Bein. Das längere Bein ist dann das positive Potenzial, also an die 3,3 Volt anzuschließen. Das kürzere Bein geht über einen Widerstand an 0 Volt. Und dieser Widerstand ist auch ganz wichtig, wenn wir jetzt hier, das ist jetzt ein Massepin, den direkt hier anschließen würde und den Pin dann auf, High, auf einen High-Pegel, also auf einen 3,3 Volt-Pegel schalten würde, würde die LED einmal ganz kurz, ganz hell leuchten und danach wäre sie kaputt. Um den Strom, der durch die LED geht, zu begrenzen, benutzt man hier eben diesen Vorwiderstand und so typische Werte für diesen Vorwiderstand bei 3,3 Volt sind so 300 Ohm bis 1000 Ohm. Das ist so ein typischer Wert für einen Vorwiderstand. Gut, dann haben wir schon mal eine LED. Wie funktioniert das jetzt mit den Taster? Also wir sehen, der Taster ist hier mit den 3,3 Volt verbunden und hier ist ein Widerstand, der gegen Masse geht. Und hier ist dann quasi der Abgriff auf unseren GPIO, das müsste GPIO 21 sein, den wir hier verwenden wollen. So, wie funktioniert das? Ist der Schalter offen, dann ist der Pin über diesen Widerstand gegen 0 Volt gezogen und der Raspberry Pi würde quasi eine 0 zurücklesen. Drückt man den Taster, werden die 3,3 Volt hier mit diesem Pin verbunden und wir würden eine 1 zurücklesen. Dieser Widerstand ist notwendig, weil wenn wir auf diesen Widerstand verzichten würden, würde der Pin, wenn der Taster nicht gedrückt ist, quasi in der Luft hängen. Und das würde dann dazu führen, dass wir ab und zu eine 0, ab und zu eine 1 zurücklesen würden. Das wäre zufällig, weil der Eingang quasi floaten würde, sagt man im Fachjargon. Genau, aber eben durch diesen Widerstand, der ist meistens ein hochohmiger Widerstand. Ich benutze da meistens 10 Kiloohm, man kann aber auch höhere Werte verwenden. Dient eben dazu, den Pin hier, wenn der Schalter offen ist, auf ein festes Potenzial, auf dieses 0-Volt-Potenzial zu bringen. Gut, dann wollen wir uns einmal anschauen, wie wir die Pins ansteuern können. Dafür werde ich jetzt das sogenannte SysFS, ein Filesystem bei Linux, nutzen, aber was es genau dahinter steckt, hat uns jetzt mal nicht zu interessieren. Gut, dann wechsle ich jetzt mal kurz hierher. Hier bin ich über SSH mit dem Raspberry Pi verbunden. SSH ermöglicht mir quasi eine Terminal-Sitzung auf meinem Raspberry Pi zu haben. Also das ist jetzt genauso, als würdet ihr euren Raspberry Pi starten und auf den Terminal klicken. Dann habt ihr jetzt genau dasselbe, was ich jetzt hier auch habe. Wenn ihr zwar den Raspberry Pi auch, wie ihr hier seht, ohne Maus, Bildschirm, Tastatur betreiben wollt, aber doch gerne eine grafische Benutzeroberfläche hättet, gibt es auch andere Möglichkeiten, sich zu verbinden. Zum Beispiel das Remote Desktop Protocol, VNC oder auch so Anwendungen wie TeamViewer ermöglichen es euch eben auch, remote auf die GUI zuzugreifen. Aber wie schon gesagt, ich arbeite eigentlich recht terminalbasiert, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich bloß ein Terminal habe. Meine Webcam, die hat leider ein bisschen einen Versatz, aber das sollte uns jetzt auch mal nicht aufhalten. Hier sieht man jetzt eigentlich, dass ich hier auch einen Taster und eine LED an meinen Raspberry Pi angeschlossen habe. Gut, und ich brauche jetzt eigentlich zwei Programme, um diese Pins anzusteuern. Das eine heißt Echo und über Echo kann ich eigentlich entweder einen Text direkt auf die Kommandozeile ausgeben oder ich kann den Text auch über dieses Größer-Gleich-Symbol in eine Datei pipen, heißt es dann. Dann wird es eben nicht auf den Terminal hier ausgegeben, sondern wird in diese Datei geschrieben. Das zweite wichtige Programm ist Cat. Und über Cat kann ich ganz vereinfacht gesagt eben meine Datei wieder ausgeben. Also wenn ich jetzt eben cat temp test.txt mache, sollte ich jetzt eben Hello World am Terminal stehen sehen und wir sehen jawohl, wird auch ausgegeben. Gut, dann mit Change Directory wechsle ich jetzt quasi meinen aktuellen Ordner und ich gehe jetzt mal in den Ordner Sys Class GPIO. Hier sehen wir, dass wir hier eine Datei Export und eine Datei Unexport haben. Und nun muss ich eigentlich nur die Nummer des GPIO-Pins, den ich verwenden will. Bei mir müsste das Pin 21 als Ausgang, Pin 21 sein. Und den Wert schreibe ich nun in die Exportdatei. Was jetzt passiert ist, es wird hier ein neuer Ordner angelegt mit dem Namen GPIO 21. Schauen wir uns mal an, was hier alles drin ist. Für uns wichtig sind eigentlich bloß die beiden Dateien Direction und Value. Über Direction können wir festlegen, ob wir den Pin nun als Eingang oder als Ausgang verwenden wollen. Wir wollen ihn hier als Ausgang verwenden, drum schreibe ich einfach out in GPIO 21
Direction. Und wenn ich jetzt die LED schalten will, dann schreibe ich einfach den Wert 1 in GPIO 21 Value. So. Und okay, die LED ist nicht angegangen. Ich vermute, ich habe einfach bloß die Pins hier vertauscht. So, genau. Ich habe jetzt bloß die Pins vom Ein- und Ausgang vertauscht. Und jetzt sieht man hier eben, dass die LED angegangen ist. Ja, sieht man ein bisschen schlecht, aber ich schalte es mal aus, dann müsste man den Unterschied sehen und ich halte mal meinen Finger auch hin. Dann sollte man eigentlich erkennen können, dass die LED jetzt aus ist. So, sehen wir das aus? Ja, genau. Also man sieht es ein bisschen schlecht, aber müsst mir jetzt mal glauben, die LED ist ausgegangen. Gut, wenn wir den Pin jetzt wieder weghaben wollen und wieder freigeben wollen, müssen wir einfach bloß die 21 in die Datei unexport schreiben. Und schon sehen wir, dass der Ordner jetzt wieder verschwunden ist. Gut, dann schauen wir uns noch den Eingang an. Der funktioniert prinzipiell ähnlich. Wir müssen erstmal die Nummer des Pins in unsere Exportdatei schreiben. Jetzt haben wir hier den Ordner 20. Dann schreiben wir diesmal in GPIO 20 Direction. Und wenn wir nun einen Cut auf GPIO 20 Value machen, müssten wir nun eine 0 zurückbekommen, weil der Taster nicht gedrückt ist. Wenn ich den Taster jetzt drücke und es nochmal machen, sehen wir eben, dass hier eine 1 zurückkommt. Okay, das funktioniert schon mal. Wir können jetzt also schon mal über die Bash GPIOs als Eingang und Ausgang konfigurieren. So, ich entferne den Pin jetzt wieder oder gebe den Pin jetzt wieder frei. So, aber das ist natürlich nur eine Möglichkeit, die GPIOs anzusteuern. Eine zweite über GPIO-Chip habe ich euch jetzt hier einmal angegeben, aber hier möchte ich jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Das könnt ihr eben euch mal selber anschauen. Das Einzige, was zu sagen ist, diese Art hier über SysFS, die gibt es schon länger. Das ist jetzt quasi die neuere Art, aber SysFS wird bestimmt noch über Jahre erhalten bleiben. Und ich finde es eigentlich ein bisschen einfacher und plakativer, SysFS zu verwenden. Gut, und dann wollen wir uns natürlich noch anschauen, wie wir das Ganze in Python ansteuern können. Dafür habe ich jetzt hier mal eben so ein Beispiel hingeschrieben. Ich werde das gleich live vorführen. Aber bevor wir das machen können, müssen wir etwas installieren. Müssen wir ein Python-Modul installieren. Dafür gibt es den Paketmanager pip. Und über pip install gpio dev sagen wir ihm quasi, bitte installiere mir GPIO Dev, das Modul GPIO Dev, das wir dann im Anschluss eben auch nutzen können. Gut, dann machen wir das einfach mal kurz. Ich habe das schon installiert, darum brauche ich das nicht machen. Ich öffne jetzt einfach mal hier Python 3. Ich importiere mir jetzt dieses Modul, das ich bereits installiert habe. GPIO Chip heißt das Modul. Okay, bloß ein Tippfehler. Und das, was ich hier habe, nennt sich die sogenannte Python Shell. Okay, warum funktioniert das jetzt nicht? GPIO-Chip. Okay, ich habe es doch noch nicht installiert. Gut, dann machen wir das doch jetzt einfach mal schnell live. GPIO-Chip. So, das müsste mir jetzt eben das Modul installieren. Das dauert jetzt bloß einen Moment. Entschuldigung, das hätte ich davor schon schauen können. Okay, ja, das ist immer dieser Vorführeffekt. Gut, dann gehen wir das Programm jetzt einfach kurz hier mal durch, was hier eigentlich gemacht wird. Also hier oben schaffen wir uns ein Objekt von der Klasse GPIO-Chip und hier müssen wir quasi angeben, welchen GPIO-Chip wir verwenden wollen. Beim Raspberry Pi ist der GPIO-Chip 0 quasi der Standard-GPIO-Chip. Hier unten legen wir uns nun unsere LED an. Dafür führen wir die Methode getHandle aus. Und hier müssen wir quasi die Nummer übergeben, die wir gerne hätten. Also das ist hier auch wieder der Pin 21. Hier unten legen wir uns dann den Taster an über GPIO-Chip getHandle 20. Und hier übergeben wir noch den Mode in, der eben besagt, dass der Pin jetzt ein Eingang ist. Standardmäßig, also hier fehlt ja dieses Mode-Argument. Das ist, weil standardmäßig dieser Mode eben schon auf Ausgang steht. Wenn wir dann den Taster lesen wollen, können wir das eben über die Methode getValue machen, getValues. Die gibt uns dann eben den aktuellen Zustand des Tasters zurück. Hier oben ist noch angemerkt, warum ist das hier ein Klammer und warum ist hier ein Komma. Wenn man will, könnte man hier eben direkt gleich mehrere Pins
initialisieren. Also man könnte zum Beispiel sagen PIN 21, PIN 11 und PIN 14. Dann würde über getValues eben die Werte von PIN 21, PIN 11 und PIN 14 zurückgegeben werden. Und wenn wir den PIN jetzt eben schalten wollen, hier wird der PIN einfach 10-mal in einer Vorschleife getoggelt. Können wir das über die Methode setValues machen und der müssen wir dann eben auch wieder die Werte übergeben. Bei mir ist es immer nur ein Wert, dann warten wir 500 Millisekunden und dann setzen wir den PIN wieder auf 0. Das machen wir insgesamt 10-mal. Gut, jetzt können wir also die GPIOs über die Bash und über Python ansteuern. Dann möchte ich noch ein paar weitere nützliche Bauteile sagen. Wir haben jetzt ja bloß einen Taster und eine LED gesehen. Natürlich gibt es noch mehr Bauteile. Ich habe bereits erwähnt, wenn man jetzt eben einen Motor betreiben will, wird man einen Optokoppler, ein Relais oder einen Transistor brauchen. Es gibt auch Displays, die direkt über die GPIOs angesteuert werden können. Ein ziemlich bekanntes ist das HD44780. Das sind meistens diese zweizeiligen Textdisplays, die man kennt, die auch in vielen Geräten integriert sind. Dann gibt es hier noch einen Ultraschallsensor, der eben auch nur über GPIOs. Okay, ich sehe, ich bekomme eine Zuschauerfrage. Genau, warum habe ich GPIO-Dev und nicht Raspberry Pi.GPIO verwendet? Also der Grund ist, Raspberry Pi.GPIO funktioniert nur auf dem Raspberry Pi und zum Beispiel nicht auf einem BeagleBone oder auf einem Banana Pi. Und ich wollte euch hier eigentlich etwas vorstellen, das eben auch mehr Plattformen funktioniert. Und deswegen wollte ich euch hier diese GPIO-Dev-Variante zeigen und nicht das Raspberry Pi.GPIO. Aber es stimmt, Raspberry Pi.GPIO, das ist eigentlich quasi die offizielle Art, wie man am Raspberry Pi das mit GPIOs macht. Aber da ich euch das Plattformübergreifendes zeigen wollte, habe ich jetzt diese GPIO-Dev-Variante genutzt. Genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Sollte es eine Rückfrage geben, bitte einfach nochmal melden. So, und dann noch weitere Elemente. Buzzer, wenn man einen Ton geben will, oder Taster oder Dip-Switches, ist eben auch möglich, direkt anzuschließen. Gut, dann wollen wir uns einmal das erste serielle Interface anschauen, nämlich den I²C-Bus. Aber bevor ich da in I²C genau einsteige, müssen wir erstmal klären, was ist eigentlich ein Bus? Bei einem Bus ist eigentlich so die Grundgedanke, dass man schon etwas komplexere Geräte hat, zum Beispiel Temperatursensoren, RFID-Chips, Displays und die möchte man eben nicht mehr über GPIOs ansteuern, weil man da relativ viele Pins benötigen würde, sondern die hängt man quasi an einem Bus. Also ein Bus ist quasi eine geteilte Leitung. Wir haben meistens einen Master oder eben einen Chef, der quasi den Takt vorgibt. Das ist bei uns jetzt unser Raspberry Pi. Und wir haben verschiedene Geräte, die dann meistens als Slave bezeichnet werden. Das sind dann quasi unsere Sensoren oder unsere Aktoren. Um die Geräte anzusprechen, besitzt jedes Gerät eine Adresse. Manche Geräte haben eine programmierte Adresse, die nachträglich noch geändert werden kann. Andere Geräte bieten es eben an, GPIOs über Pins am Gehäuse eine Adresse einzustellen. Das sind eigentlich so die zwei Möglichkeiten, die man hat. Und der Raspberry Pi hat nun zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, okay, ich möchte jetzt gerne mal von Slave 2, also von der Adresse 2, Bytes lesen oder schreiben. Und die Slaves antworten eben nur, wenn zuvor der Master irgendein Request gestartet hat, also irgendeine Anfrage gestartet hat. Und ich habe schon gesagt, dass es meistens komplexere Sensoren sind. Und als Beispiel will ich jetzt mal einen Temperatursensor und einen Luftdrucksensor hernehmen. Also das ist ein Gerät, das sowohl die Temperatur als auch den Luftdruck misst. Das ist jetzt hier mal direkt angeschlossen, sonst ist mal kein Gerät auf diesem Bus verfügbar, hat die Adresse, die I²C-Adresse 1 und intern hat dieser Slave jetzt noch ein paar interne Adressen. Also hinter der internen Adresse 0 steht zum Beispiel ein Temperaturwert. Hinter der internen Adresse 1 steht zum Beispiel der Luftdruckwert. Und was der Master jetzt machen kann, ist, er muss zuerst zu dem Slave schreiben, welche Adresse er denn gerne hätte, welche Adresse er denn gerne lesen würde. Also wenn er den Luftdruck will, muss er eine 1 an den Slave schreiben. Wenn er den Temperaturwert will, muss er eine 0 an den Sensor schreiben. Und dann mit einem zweiten Zugriff liest der Master dann vom Slave
Und entsprechend der des zuvor geschriebenen Wertes liefert der Slave entweder den Temperaturwert oder den Luftdruckwert. Das jetzt mal allgemein, wieso diese Geräte funktionieren. Und das gehe ich nochmal kurz auf den I²C-Bus ein. Der I²C-Bus ist ein einfacher Zweitrad-Bus. Das heißt, wir haben eine Datenleitung, meistens mit SDA bezeichnet, und eine Taktleitung, meistens mit SCK bezeichnet. Die möglichen Frequenzen sind von 100 Kilobit bis 1 Megabit. Also ja, das ist jetzt eigentlich nicht so schnell, wenn man mal bedenkt, zum Beispiel Ethernet ist 100 Megabit oder 1 Gigabit Standard, da ist das schon relativ langsam, aber wir müssen bedenken, die Datenmengen, die wir da hin und her schieben, sind relativ klein. Also zum Beispiel ein Temperaturwert, das sind maximal 32 Bit, also da reichen diese Geschwindigkeiten voll und ganz aus. Es wird bei diesen beiden Datenleitungen noch ein Pull-up-Widerstand benötigt, damit der Bus richtig funktioniert. Das zeige ich euch dann gleich auf einem Schaltbild nochmal genauer. Und was auch noch wichtig ist, beim I²C-Bus können bis zu, ich glaube, 127 Teilnehmer angeschlossen werden. Also man könnte theoretisch, wenn man nochmal auf dieses Bild zurückgeht, hier noch bis zu 127 Geräte anschließen. Gut, dann schauen wir uns mal so ein Schaltungsbeispiel an. Hier oben sind ja eben unsere beiden I²C-Pins vom Raspberry Pi. Und hier wird einfach die SDA-Leitung direkt mit den SDA-Pin unserer Slaves verbunden und die Clock-Leitung auch. Wichtig ist, hier sehen wir noch zwei Pull-Up-Widerstände. Das sind eben diese zwei Pull-Up-Widerstände. Das sind wieder hochohmige Widerstände gegen 3,3 Volt, die hier verbunden sind. Hier auf dem Bild ist mal gezeigt, ist dieser Slave ein GPIO-Expander. Das kann man zum Beispiel hernehmen, wenn man extrem viele GPIOs braucht. Der Raspberry Pi bietet ja ungefähr, ich sag mal, ungefähr 30 Pins an. Wenn man jetzt mehr Pins benötigt, kann man eben so einen I²C GPIO-Expander verwenden und pro Gerät hat man dann wieder 16 weitere GPIOs, die man nutzen kann. Gut, die Ansteuerung im Bash, die möchte ich euch jetzt gleich mal live zeigen, aber dafür muss ich jetzt erstmal kurz umstecken. So, brauche ich kurz eine Sekunde. Na. So. Ich habe euch jetzt hier noch einen anderen Sensor mitgebracht. Wie er funktioniert, das, darauf werde ich jetzt gleich im Detail eingehen. Aber jetzt muss ich erstmal kurz umstecken. Okay, also was wir jetzt hier eigentlich sehen, ich versuche es mal ein bisschen mit in das Bild zu rutschen. Naja, Moment. So, ich schwenke das einmal ein bisschen, ist, wir haben hier einen Feuchtigkeitsfühler, der zum Beispiel die Bodenfeuchte von einer Topfpflanze detektieren kann. Das Problem ist, dieser Sensor gibt einen analogen Wert, also eine analoge Spannung zwischen 0 und 3,3 Volt aus. Und damit der Raspberry Pi die lesen kann, brauchen wir einen Analog-Digital-Wandler. Und das ist quasi hier auf dieser kleinen Platine implementiert. Hier haben wir quasi einen kleinen Wandler oben. Gut, dann versuche ich jetzt einmal, das Gerät zu detektieren. Dafür gibt es den Befehl I²C detect. Hier müssen wir noch den Bus, den wir gerne verwenden wollen, nutzen. Moment, ich mache mal kurz noch den Terminal hier. Lösche ich mal kurz detect. Und als Argument brauchen wir quasi den Bus, der uns interessiert. Das ist bei uns der Bus Nummer 1. Okay, jetzt nicht erschrecken. Hier ist der komplette Adressraum und er sagt mir quasi, er hat nirgendwo ein Gerät gefunden. Und ich weiß auch, woran das liegt, weil ich die beiden Pins verdreht habe. Also probieren wir es einmal nochmal. So, und starten das Programm nochmal. Jetzt sehen wir, dass wir hier eben ein Gerät mit der Adresse 68 gefunden haben. Dieser Digital-Analog-Wandler ist jetzt nicht ganz so kompliziert. Hier muss man quasi nur einen Wert schreiben, dann startet er die Messung und dann kann man den Wert wieder zurücklesen. Schreiben kann man den mit dem Programm I²C set. Als Argumente brauchen wir wieder die Nummer des Busses, das ist 1. Dann die Adresse, die wir beschreiben wollen und den Wert, den wir schreiben wollen. Ich schreibe jetzt hier den Wert 80 rein. Das ist ja nur am Rande, was das bedeutet, ist, bitte mach mal eine Messung. Bitte misse mal den aktuellen analogen Wert und wandle ihn in den digitalen Wert um. Gut, jetzt haben wir das getan. Jetzt können wir den Wert über I²C get zurücklesen. Die Argumente sind wieder ähnlich. So, also wir wollen nun von dem hier lesen und wir bekommen jetzt ein Byte zurück. Das Problem ist, es ist ein 12-Bit-Wert,
Wert. Und deswegen müssten wir eigentlich 2 Bytes, also ein Word, lesen. Das können wir machen, indem wir das W-Argument übergeben. Der einzige Nachteil ist, das funktioniert nur, wenn wir zuerst auch einen Wert rausschreiben. Und ich schreibe jetzt einfach mal die 0x0 raus, damit mache ich hier nichts kaputt. Okay, also nun haben wir diesen Wert gelesen. Das hier ist nur leider vertauscht. Also oben sehen wir das höherwertige Byte, unten das niederwertige Byte. Und wir sehen, das ist jetzt der größtmöglichste Wert bei 12 Bits und das oberste Bit, das ist quasi für das Vorzeichen da. Also wenn jetzt hier das oberste Bit, das hier 8 stehen würde, hätten wir einen negativen Wert. Aber das ist quasi der größtmöglichste positive Wert und dieser Sensor kann auch bloß positive Spannungen ausgeben. Und das heißt jetzt, ja, dass quasi alles komplett trocken ist. Das ist quasi der höchste Wert. Und ich habe jetzt auch mal meine Topfpflanze mitgebracht. So, und hier stecke ich jetzt mal diesen Sensor rein. Das ist genau, schauen wir uns mal kurz an. Also hier ist quasi meine Topfpflanze, die ich jetzt hier eingesteckt habe. Und jetzt schauen wir mal, wie gut ich die gegossen habe. Also jetzt schreibe ich wieder den Wert, starte eine neue Messung und lese ihn zurück. Und wir sehen schon, ja, der Wert ist jetzt wesentlich kleiner. Ich mache es mal nochmal. Es dauert immer ein bisschen, weil das wäre ziemlich trocken. Genau, jetzt sehen wir, der Wert ist schon, ist niedriger. Also die Pflanze ist einigermaßen gegossen. Okay. Okay, ich sehe, ich habe gerade noch eine Zuschauerfrage bekommen. Leider haben doch viele von diesen Sensoren fixe Adressen. Wie umgeht man das? Ja, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Also entweder man kann die Adressen programmieren. Wenn das eben nicht der Fall ist, haben diese Sensoren meistens Pins, um die Adresse zu konfigurieren. Zum Beispiel bei diesem Baustein hier, der hat eine fixe Adresse. Aber 3 Bits der Adresse können über diese 3 Pins eingestellt werden. Wenn man die wie hier mit 0 Volt verbindet, dann ist die Adresse eben, also die letzten 3 Bits der Adresse 0. Aber man kann hier auch, wenn man manche Pins eben mit 1 verbindet, auch ein Bitmuster einstellen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die ich jetzt noch sehen würde, ist zwar erst nicht ganz elegant, aber sollte funktionieren. Wenn man nun wirklich 2 Sensoren hat, die dieselbe fixe Adresse haben und man möchte die am selben Bus betreiben, muss man den Bus multiplexen. Also es gibt einen Baustein, das ist ein sogenannter Multiplexer. Moment, ganz kurz. Also es gibt da einen Multiplexer, wie der funktioniert, darauf kann ich gerne in der anschließenden Fragerunde zu diesem Vortrag eingehen. Aber das möchte ich jetzt hier im Detail nicht genauer eingehen. Aber das können wir dann gerne im Nachgang machen. Genau. Und hier habe ich jetzt noch ein Beispiel für die Ansteuerung mit Python ja, angegeben. Das ist jetzt wieder für unseren 8-Bit-GPIO-Expander. Hier braucht man das Modul SMBus, das man davor installiert. Und dann kann man hier eben den Sensor entsprechend einrichten. Ja, die Zeit haben wir. Das mache ich jetzt auch mal kurz live. Hier weiß ich, dass ich das Modul installiert habe. Also ich importiere mir jetzt mal hier SMBus. Moment, ich mache davor wieder ein Clean, dass der Terminal wieder sauber ist. So, dann legen wir uns jetzt eben hier unseren Zugriff auf den I²C-Bus an. So, dafür brauchen wir die Klasse SM. Und der müssen wir wieder die Nummer unseres I²C-Interfaces übergeben. Und jetzt können wir eigentlich schon vom Bus lesen und schreiben. Moment, ich habe jetzt hier auch mal Wasser mitgebracht und werde jetzt auch mal meine Pflanze einfach gießen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir einen anderen Wert bekommen. Also über I²C-Bus.writeByte können wir ein Byte rausschreiben. Die Argumente sind jetzt hier wieder die Adresse und das Byte, das wir gerne schreiben würden. Das ist jetzt wieder die 80. Und jetzt lesen wir das mal wieder zurück. Das können wir mit der Methode I²C-Bus read word data machen. So, und hier muss man leider wieder zuerst ein Byte rausschreiben, weil es sonst keine andere Implementierung gibt in dieser Bibliothek. Ich schreibe wieder 0 raus, also das macht jetzt eigentlich nichts aus. Und wir sehen I²C-ReadDataWord 0. Ah, okay, das ist jetzt dezimal. Ich hätte es gerne hexadezimal.
So, also wir sehen jetzt hier diesen Wert, also wir sehen, ja, ich habe die Pflanze gegossen, der Wert ist jetzt wesentlich niedriger. Also man müsste die beiden Beize wieder umdrehen, eigentlich ist der Wert 0x2id. Gut, so viel dazu. So, ich sehe, ich habe noch 20 Minuten. Eigentlich wollte ich jetzt noch den SBI-Bus, die serielle Schnittstelle und die PWM ansprechen. Das werde ich jetzt leider nicht mehr schaffen. Ich finde, ich habe es allerdings einigermaßen so aufbereitet, dass man es anhand von dem Foliensatz nachvollziehen kann. Ich springe jetzt mal ein bisschen, nämlich zu dem Punkt, warum nehmen wir jetzt dafür eigentlich ein Raspberry Pi her? Viele von euch kennen bestimmt den Arduino. Dieser Arduino bietet eigentlich auch alle Interfaces, die ich euch jetzt eben gezeigt habe. Er hat GPIOs, I2C, PWM, serielle Schnittstelle, SBI. Also warum machen wir uns den Aufwand und verwenden einen Raspberry Pi, der zum Teil auch noch ein bisschen teurer ist wie jetzt ein Arduino? Nun, es kommt wieder mal auf den Use Case drauf an. Für was will man das Ganze verwenden? Hier habe ich jetzt mal ein paar Vorteile des Raspberry Pis aufgelistet. Ein großer Vorteil ist, das Debugging ist leichter, weil bei einem Arduino muss man das Programm erst kompilieren, auf den Arduino schreiben und kann dann eventuell über die serielle Schnittstelle debuggen, aber das war's dann. Beim Raspberry Pi kann man, wie ich es hier gemacht habe, einfach die Python-Shell öffnen, seine Befehle einen nach den anderen eingeben und sieht dann gleich, dass irgendetwas passiert. Das ist quasi, dass der Raspberry Pi interpreterfähige Sprachen unterstützt. Das ist eben auch noch ein großer Vorteil. Dann, auf dem Raspberry Pi läuft ein Linux, ein Betriebssystem. Das heißt, er ist multitaskingfähig. Das ist auch etwas, was beim Arduino eben nicht unterstützt ist. Und was auch noch recht cool ist, Linux bietet uns einen Haufen fertig implementierter Funktionen. Zum Beispiel Netzwerkfunktionen wie Webserver, Mail, File-Sharing etc. Und auf die möchte ich jetzt nochmal kurz ein bisschen eingehen. Welche nützlichen Programme gibt es denn da alle? Zum Beispiel Webserver. Ich habe jetzt mal hier drei aufgelistet. Verschiedene Kommunikationstools. Über das Bash-Kommando Sendmail kann man relativ einfach eine E-Mail schreiben. Über das Bash-Tool SMS-Tool kann man relativ einfach eine SMS schreiben. Dann bietet der Pi grafische Nutzeroberflächen. Man kann einen Touchscreen an den Raspberry Pi verbinden und man muss sich nicht erst lang damit auseinandersetzen, wie der funktioniert, weil der durch Standard-Linux-Treiber bereits unterstützt wird. Und wenn man jetzt eine eigene Benutzeroberfläche entwickeln will, zum Beispiel, dass man Knöpfe hat, um LEDs zu schalten, kann man das mit diesen Grafiktools jetzt relativ einfach machen. Dann gibt es noch weitere nützliche Programme. Zum Beispiel ein Musikserver, der Music Player Daemon, MPD. Damit kann man sein Raspberry Pi als Stereoanlage benutzen, vielleicht noch ein paar Tasten davor machen, um über Tasten Lieder weiterschalten zu können oder die Wiedergabe zu stoppen. Und man kann sich mit Android-Apps mit diesem Server verbinden und dann von seinem Handy aus das Ganze steuern. Dann gibt es noch verschiedene Protokolle für Home-Automation oder industrielle Kommunikation. Und auch noch ein großer Vorteil, die Anbindung an Datenbanken wie SQLite oder MariaDB ist relativ einfach. Hier ist noch eine Zuschauerfrage, aber nicht Arthos. Ja, das ist richtig. Standardmäßig ist Raspbian kein Echtzeitbetriebssystem, aber es gibt theoretisch auch Echtzeitbetriebssysteme für den Raspberry Pi. Da ist natürlich die Frage, brauche ich jetzt wirklich ein Echtzeitbetriebssystem oder reicht mir die Standardzeiten, die einzelnen Tasks und die einzelnen Programme haben? Also klar, ein Echtzeitbetriebssystem ist der Raspberry Pi nicht. Wenn man sowas haben will, sollte man eventuell auf andere Plattformen zurückgreifen. Aber für die meisten Anwendungen reicht der Raspberry Pi komplett aus. Gut, dann möchte ich euch jetzt noch, und genau, jetzt ist eben diese Auswahlfrage. Wenn wir jetzt eben eins von diesen Tools hier brauchen, ist es relativ einfach, das mit dem Raspberry Pi zu erreichen. Wenn wir jetzt diese Tools nicht brauchen, ist vielleicht der Arduino die bessere Plattform. Und jetzt möchte ich in meinen letzten 15 Minuten noch schnell ein Beispiel machen, wo dieses Zusammenspiel einfach mal zeigt. Dafür muss ich gleich wieder umstecken. Ich werde jetzt einen Temperatur- und Luftdrucksensor von Bosch mit meinem Raspberry Pi verbinden. Dieser Sensor wird dann im Python zyklisch ausgelesen. Es läuft auch noch ein Webserver auf meinen Pi, den ich noch installieren muss. Und anschließend aktualisiert das Python-Programm dann den Temperaturwert in meinen Webserver. Gut, dann muss ich erstmal meine Topfpflanze wieder wegnehmen und mich hier mal wieder kurz umstecken. So, so schaut dieser Sensor hier aus.
Der wird auch über I²C angesteuert. Und hier brauche ich jetzt keine Pull-up-Widerstände, weil die sind bereits hier integriert auf dieser Platine. Dann gebt mir kurz eine Sekunde, den Sensor anzuschließen. Ah ja, jetzt habe ich wieder eine Leitung mitgenommen. Da unten ist auch ein Ground. Nehmen wir den. Okay, der Sensor ist angeschlossen. Ich versuche wieder über I²C Detect zu schauen, ob ich ihn richtig herum angeschlossen habe. Ah, natürlich nicht. Dann tauschen wir mal die beiden Leitungen wieder. Okay, immer noch nichts. Habe ich einen falschen Pin erwischt? Okay, jetzt haben wir den Sensor gefunden. Er hat die Adresse 78 hier. So, und ich werde jetzt ein kleines Programm schreiben. Das nenne ich mal, oder fangen wir mal so an. Installieren wir zuerst den Webserver. Dafür benutze ich einfach bloß den Paketmanager von dem Betriebssystem und installiere nun LightTPD. So, das Programm wird jetzt heruntergeladen. Ist ein relativ kleines Programm, darum sollte das relativ schnell gehen. So, jetzt wieder installiert und wird auch gleich gestartet. Hier oben wird jetzt quasi der Service gestartet. Also jetzt müsste der Server laufen. Und die Webseite, die er anzeigt, befindet sich im Verzeichnis var.www.html und heißt index.html. Hier steht jetzt aktuell bloß Testpage. Jetzt schauen wir mal, ob ich die mit meinem Webbrowser erreichen kann. So. Dafür muss ich jetzt bloß die IP-Adresse meines Pis hier eingeben und voilà, wir haben hier unsere Testseite. Der Webserver funktioniert also schon mal. Jetzt brauchen wir noch ein Python-Programm, um den auszulesen. Webserver.py. So. Programm zum Auslesen eines Temperatursensors. So, dafür möchte ich jetzt wieder ein paar fertige Module verwenden. Einmal brauche ich wieder SMBus für die I²C-Kommunikation und einmal brauche ich das Modul BMP280. Dieses Modul liefert mir schon eine fertige Implementierung zum Auslesen dieses Sensors und kann auch wieder über pip install BMP280 installiert werden. Gut, das Erste, was wir brauchen, ist unsere I²C-Bus-Instanz. So, hier haben wir unseren Bus angelegt. Jetzt brauchen wir unseren Sensor. TempSense ist BMP280.BMP280. Und als Argument muss ich hier übergeben I²C Device ist I²C-Bus. Okay, und jetzt können wir auf den Sensor zugreifen. Hier gebe ich mal kurz den Inhalt meiner HTML-Webseite an. Und weil ich jetzt zu faul bin, das alles abzutypseln, Index, na, HTML, Index, pipe ich mir das jetzt einfach mal hier in meine Datei. Dann kann ich meine Datei wieder öffnen. So, dann haben wir hier schon mal den Inhalt. Dann machen wir Webseite ist. So. Dann ändern wir das in BMP280 Control. BMP280 Control. Die Temperatur. Temp Data in Grad Celsius. Und Luftdruck ist Druckdata in Hektopascal, glaube ich, wird der Druck angegeben. So, und jetzt können wir hier in einer in einer Endlosschleife erst einmal die Temperatur lesen. Get Temperatur und auch den Druck. TempSense get Pressure. Und dieser Wert, ich hätte gerne zwei Nachkommastellen, drum benutze ich hier mal die Round-Funktion und runde den eben auf zwei Nachkommastellen hier. So.
Jetzt Index ist Webseite.replace. Jetzt ersetze ich diese beiden Felder durch die aktuellen Werte. Also muss einmal temp data durch String temp ersetzen und Index ist Index replace Druck data durch String Druck. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich muss jetzt kurz meine Datei aufmachen. Meine war www.html-index.html mit Schreibrechten ist Ausgabe. Und jetzt mache ich einfach bloß Ausgabe.write. Ich überschreibe jetzt jedes Mal meine Seite einfach mit dem String Index. Und dann machen wir noch ein Sleep 1, also das wird dann alle Sekunde aktualisiert. Und wenn ich Sleep benutzen will, muss ich natürlich from time import. Ah, danke. Ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass ich hier unten einen Dreher habe. Das ist gut, sonst. Also es muss HTML, nicht HMTL heißen. Okay, super, danke. Gut, dann, damit es funktioniert, müssen wir noch meinen Nutzer Leserechte geben auf die Datei war www.html-index.html. Ja, eine Endlosschleife, ich habe gerade die Frage bekommen, ob eine Endlosschleife nicht so viel Systemlast bringen würde. Das ist wahr, aber ich benutze hier unten die Sleep-Funktion. Die legt dann diesen Prozess quasi für eine Sekunde schlafen und je nachdem, wie groß dieser Sleep-Wert ist, bei einer Sekunde ist das System nicht zu stark ausgelastet. Und das, was ich jetzt hier mache, sollte man vielleicht jetzt nicht als wirkliches Programm nehmen. Das ist wirklich nur eine kurze Demo. Gut, dann versuche ich das Programm mal zu starten. Dafür gebe ich Python 3 BMP280 Temperatursensor.py ein. Jetzt läuft das. Und wenn ich jetzt hier meine Webseite aktualisiere, sehen wir jawohl, in meinem Zimmer hat es gerade ungefähr 25 Grad und der Luftdruck ist ungefähr bei 1000 Hektopascal. Wenn ich jetzt mal hier meinen Finger auf den Sensor lege und die Seite hier aktualisiere, oh, habe ich so kalte Finger, dann sieht man auf jeden Fall, dass sich der Wert verändert. Aktuell scheine ich relativ kalte Finger zu haben. Okay, gut. Also wir haben jetzt gesehen, wie man jetzt eigentlich auch Standard-Linux-Tools für einen Webserver nutzen kann und den dann eben mit unseren Sensoren verknüpfen kann. Und das ist jetzt eben genau der Punkt, was eben so gut am Raspberry Pi ist. Wir haben quasi das komplette Linux-Toolkit und eben die Möglichkeit, Sensoren und Aktoren anzubinden. Deswegen finde ich, ist der Raspberry Pi für so Home-Automatisierung, einfachere Steuerungsaufgaben eigentlich auch relativ gut geeignet. Vielleicht noch, vielleicht genau, um wieder auf dieses Bild zu bekommen. Ich hoffe, ihr habt jetzt das notwendige Know-how, euren Raspberry Pi wieder aus der Schublade zu ziehen und ihn vielleicht auch für einfache Steuerungsaufgaben zu verwenden. Vielleicht hier noch ein paar Bemerkungen am Rande. Hier, ich benutze jetzt hier ein Raspberry Pi 3. Wenn man jetzt halt Anwendungen hat, wo man nicht so die große Rechenleistung braucht, aber dafür ist ein wichtiger ist, dass die Stromaufnahme des Pis kleiner ist und die Leistung, die der Pi braucht, kleiner ist, dann ist man eigentlich mit dem Raspberry Pi Zero relativ gut beraten. Der bietet auch die volle Stiftleiste hier an, braucht aber nur ungefähr 1 Watt Leistung und ist damit relativ gut geeignet, auch ein ganzes Jahr zu laufen. Also da wird jetzt nicht zu viel Leistung verbraten. Gut, wenn ihr jetzt sagt, okay, jetzt weiß ich, wie ich den für Steuerungsaufgaben verwende, aber welche Projekte gibt es denn alle? Na gut, ein paar habe ich euch schon gezeigt. Zum Beispiel könnte man ein automatisches Gießsystem für die Topfpflanze bauen oder eben irgendeine Temperaturüberwachung, eine Lichtsteuerung. Also die Möglichkeiten sind eigentlich grenzenlos und im Internet findet man wirklich wahnsinnig viele verschiedene Projekte, die man eben hier umsetzen kann. Gut, dann bin ich jetzt eigentlich durch, sogar 5 Minuten vor der Zeit. Am Ende würde ich jetzt einfach noch mal kurz auf meine Quellen eingehen, die ich dafür verwendet habe. Also ich habe tatsächlich noch ein Buch hier verwendet. Es ist zwar schon relativ alt und bezieht sich noch auf den Raspberry Pi 1, aber es beschreibt trotzdem eigentlich alles Wichtige recht schön und ist auch gut für Einsteiger geeignet. Und die zweite Seite, die ich euch noch ans Herz legen würde, ist die Seite vom
Professor Jürgen Platte, netzmafia.de. Da findet ihr nicht nur viele Informationen zum Raspberry Pi, sondern auch zahlreiche Informationen zu Embedded Interfaces im Allgemeinen. Also das ist wirklich eine sehr gute Quelle, wenn man hier einmal mit solchen Sachen konfrontiert ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Quelle, wo man wirklich viele Informationen findet. Da werden auch die ganzen Embedded Interfaces nochmal im Detail erklärt. Also ich halte wirklich relativ viel von dieser Seite. Und noch ein weiterer Vorteil, diese Seite kommt komplett ohne Cookies aus. Also man muss da nicht erst ewig Cookie-Meldungen wegklicken und sie ist auch nicht mit Werbung überladen. Also im Großen und Ganzen finde ich, das ist eine relativ gute Quelle. Gut, dann bin ich jetzt eigentlich am Ende. Ich möchte euch jetzt noch kurz darauf hinweisen, dass es jetzt noch einen Breakout-Room gibt, in dem wir gehen können, um eben für den Fall, dass noch Fragen offen sind, zum Beispiel die Frage mit den I²C-Adressen könnte ich hier klären, die Adresse zu diesem Raum, ich beende hier mal kurz meinen Server, ist, Moment, https, jitsi.tuxtage, -tage.de/reut. Das ist der Raum, in dem wir uns jetzt treffen können, um eben noch mögliche Fragen zu diskutieren. Gut, super, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bin jetzt eigentlich am Ende.